Ja, Politik, besonders Kommunalpolitik, ist für mich gelebte Demokratie. Und in Demokratie geht es darum, immer für die besten Ideen zu kämpfen. Die Parteien, die Fraktionen setzen sich dafür ein, für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort hier im Rhein-Erft-Kreis das Beste rauszuholen. Das ist für mich auch der Ansatz, Politik im Rhein-Erft-Kreis zu machen. Heute haben wir 6 Stunden, 7 Stunden über den Haushalt des Rhein-Erft-Kreises diskutiert, der uns prägt hier in der Region. Der Haushalt des Rhein-Erft-Kreises, der sorgt dafür, wie viele Stellen in der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt werden, welche Aufgaben der Rhein-Erft-Kreis wahrnimmt und wie er sie wahrnimmt. Und für mich geht es gerade im Strukturwandel auch darum, dass wir Akzente setzen, dass wir Zukunft im Rhein-Erft-Kreis gestalten. Das ist für mich gelebte Demokratie. Leider war es heute in den Diskussionen nicht so, dass wir um die beste Lösung gerungen haben. Es ging nur darum, wer hat den Antrag eingebracht. Steht da oben ein Logo von CDU und Grünen, dann wurde dem Antrag zugestimmt. Oder steht dort ein Logo von der SPD oder auch von den anderen Oppositionsfraktionen, dann wurde der Antrag kategorisch abgelehnt. Und das Schlimme daran ist, nicht nur, dass die Sachen abgelehnt worden sind, die auf SPD-Briefbogen eingebracht worden sind. Nein, gestern Mittag kamen noch Anträge von CDU und Grünen. Und auf diesen Anträgen waren genau die inhaltlich selben Themen drauf, die wir als SPD schon vor Wochen und Monaten hier in den Kreistag eingebracht haben. Es wurde abgeschrieben, abgekupfert, das, was die SPD entwickelt hat, viele innovative Projekte voranbringen wollte. Und das hat man dann beschlossen und dieselben, zum Teil wortgleichen Anträge der SPD hat man abgelehnt. Das ist für mich nicht gelebte Demokratie, das ist für mich nicht das Ringen um die beste Lösung. Viel mehr Diskussion, viel mehr auch Austausch von Ideen, das wünsche ich mir für den Kreistag, das wünsche ich mir für Haushaltsplanberatungen. Und ich hoffe, nächstes Mal machen wir es besser, die anderen machen es nächstes Mal besser. Wir kämpfen dafür, dass wir das Leben für die Menschen im Rhein-Erft-Kreis verbessern.